Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Amirana, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Häuser oder 12 Lebensbereiche. Und jetzt geht um das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das war die erste kosmische Energie, der dich begrüßt hat, hier auf die Erden leben. Und das verleiht dir so Art wie Kostüm. Und das trägst von Geburt bis zu dein Lebensende, weil Stier begleitet dich. Du bist ein Kind davon. Und das beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten, deine Persönlichkeit. Und so bist du auch wahrgenommen. Ich setze Stier hier im ersten Lebensbereich, das ist dein Lagna oder dein Aszendent. Stier gehört zum Erdeelement und das bedeutet schon Bodenständigkeit und das bist du auch. Außerdem Stier vermittelt auch Sicherheit und Stabilität. Das ist schon dein Grundbedürfnis. Stier steht auch zum Besitz und zum Finanzen, zu materiellen Dingen. Und das liebst du auch. Außerdem verleiht dir eine gewisse Ruhe, Gemütlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Du strahlst sehr viel Ruhe aus, aber auch Schönheit, Gemütlichkeit, auch schöne Umgebung. Stier braucht es auch. Die zweiten Lebensbereich sind die Werte. Alles, was wertvoll ist, in Besitz zu nehmen. Und das sind nicht nur materielle Dinge, sondern auch das geistige Reichtum gehört auch dazu. Außerdem hier sind auch die Selbstwertgefühl oder Wertschätzung, diese Themen. Und das ist so wichtig, weil das hängt auch mit Finanzen zusammen. Wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich bin es nicht wert oder ich habe das gar nicht verdient, hat immer weniger Geld als jemand, wo sagt, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das im Besitz. Das stärkt uns innerlich, stärkt unserem Selbstwertgefühl und hilft dabei, die Finanzen zu verbessern. Hier hast du die Zwillinge. Die Zwillinge zeigt eine gewisse Leichtigkeit, manchmal Leichtsinnigkeit. Und da sollst du mit diesem Stier-Aszendent mehr um die Finanzen kümmern, das im Griff bekommen. Aber die Zwillinge vermitteln noch etwas. Die Bezug zu diesen Werten. Und dann intuitiv auch handeln, hören, was deine innere Stimme sagt, wovon sollst du befreien, dass du zu Werten kommst oder die Finanzen zum Verbessern. Dazu erzähle ich die Geschichte von klassischen griechischen Mythologie, wie das beschreibt die beiden Zwillingen Castor und Pollux. Es gab eine wunderschöne Königin Leda.
Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und wurde auch schwanger. Und Leda gebar den Zwillingen Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Und dann kam die Zeit, wo Kastor sterben müsste, und Pollux ging zu seinem Vater und hat gesagt, ja, ich möchte auch sterben, ich kann doch meinen Halbbruder nicht alleine lassen, bis jetzt waren wir auch immer zusammen. Und Zeus hat gesagt, nein, ihr braucht nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen im Himmel gesetzt. Und sie sind miteinander verbunden. Und diese Geschichte erzählt uns etwas sehr Wichtiges, diese Verbundenheit zum Göttlichen. Und das erlebst du bei Werten, aber auch bei Finanzen. Du hast diese Verbindung dazu, aber du brauchst die Leichtigkeit und das Glauben daran. Und warum ist das so wichtig, diese Geschichte? Weil wir Menschen haben eine Seele und das ist unsterblich. Und das ist dieser Teil, was Pollux erzählt, das Göttliche, diese göttliche Funke in uns. Und dann haben wir das Menschliche und das ist begrenzt, das hat einen Anfang, unserem Geburt, und hat ein Ende, das ist unserem Tod. Das ist dieser Teil Kastor, aber die Verbindung ist da. Und du erlebst aber in diesem Lebensbereich, wo um die Werte geht, und dazu brauchst du diese höheren Bewusstsein und steht auch mit Finanzen in Verbindung. Und da hast du auch diese, deine Seele braucht das, diese Verbindung zum Werte. Es handelt sich nicht jetzt unbedingt um den Kontostand, natürlich auch, aber alles, was für dich wertvoll ist, deine Seele verlangt danach, das in Besitz zu nehmen. Und du darfst das erlauben, weil das soll dein Leben verschönern. Also nimm die wertvollen Dinge im Besitz. Das erleichtert. Genau, die Zwillinge ist Luftelement und das ist die Leichtigkeit. Das heißt, das erleichtert dein Leben. Die dritte Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit. Und es ist nicht nur, wie wir das erlebt haben, das Lernen, sondern bedeutet auch, wie haben wir diese Verbindung zum anderen Kinder erlebt. Waren wir im Mittelpunkt oder haben wir viele Freundschaften gehabt oder waren wir übersehen oder auf die Seite geschoben? Hier ist die Frage, wie haben wir damals uns behauptet gegen Geschwister oder anderen Kinder? Hier hast du Krebs. Krebs gehört zum Wasserelement und das hat mit Gefühlen was zu tun. Und das heißt, du warst sehr feinfühlig und wenn anderen Kinder ein bisschen grob waren zu dir, dann hast du dich verletzt gefühlt und hast du dich zurückgezogen. Und diese Erinnerungen ziehen sich wie rote Faden in unserem Leben. Und wenn wir damals uns nicht behauptet haben, weil wir haben das nicht zugetraut, dann kommt das später in die Schule des Lebens. Da haben wir hier Prüfungen, weil wir müssen gegen Konkurrenten oder Rivalen auch mal behaupten. Das ist der Markt. Aber nicht nur im Beruflichen, sondern auch in die Familie, in Nachbarschaft.
Außerdem hier in diesem Bereich sind auch Schulungen, Seminare oder Austausch von Wissen, Wissen vermitteln oder aneignen. All das ist hier die Thema. Krebs gehört auch nicht nur zum Wasserelement, wo um Gefühlen geht, sondern das ist auch die Empfängnis. Das heißt, du saugst das Wissen auf und bedeutet auch etwas Familiäres. Also Verbindung zu Verwandten. Der vierte Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format betrachte. Und das bedeutet die Basis, die Fundament. Ich vergleiche das immer wieder mit einem Baum und das würde bedeuten, hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert und das gibt uns Halt im Leben. Und von hier aus wächst und dehnt alles. Und das sind Themen wie unserem Ahnen, unserem Vorfahren, Traditionen, Herkunft und unserem Zuhause und all das, was mit Immobilien zusammenhängt oder mit Inneneinrichtung zusammenhängt, gehört auch zu diesem Bereich. Hier hast du Löwe. Löwe liebt den Luxus und Glanz. Und so könnte ich dein Haus vorstellen. Und das ist für dich auch wichtig. Stolz zeigen, wie du wohnst, wo du wohnst. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder. Und das bedeutet unseren Kinder oder Enkelkinder oder unserem eigenen Kindheit. Diese Erinnerungen bedeutet auch unserem inneren Kind. Und das sollen wir auch immer wieder stärken, uns selbst sagen, ah, das hast du so gut gemacht. Oder, ich bin so stolz auf dich. Von Kindern können wir etwas Wichtiges lernen, wie sie spielen, etwas spielerisch betrachten oder mit Leichtigkeit nehmen. Hier sind auch die Lebensfreude. Der ganze Bereich ist die schöpferische Kraft, diese schöpferische Energie. Unserem Leben schöpferisch gestalten mit Lebensfreude. Hier hast du Jungfrau. Jungfrau ist sehr bescheiden. Und wenn das um Lebensfreude geht, die Jungfrau ist da ein bisschen kritisch. Das hängt mit der Erziehung zusammen. Das kann eine vielleicht etwas strenge Erziehung sein. So was macht man nicht. Oder bleibt man im Hintergrund, muss nichts alles übertreiben. Also diese Sätze, was man als Kind hört, prägt auch. Jungfrau bedeutet aber Ordnung und Sauberkeit und das ist sehr wichtig. Und wahrscheinlich so hast du das auch in Kindheit erlebt. Du musstest deine Sache alles aufräumen, immer alles ordnen. Das ist ein Hinweis dafür. Der sechste Lebensbereich hier ist der Alltag. Wie bewältigst du deinen Alltag, deine Pflichten, deine Arbeit? Und hier ist auch die Gesundheit. Hier hast du Waage. Waage braucht die inneren Gleichgewicht. Und mit Stier, Aszendent, brauchst auch die Ruhe. Oder strahlst diese Ruhe aus. Außerdem Waage vermittelt auch die Gerechtigkeit. Dein Gerechtigkeitssinn, auch im Alltag, auch in Arbeit. Wenn ich das Gesundheitsthema beschreibe, Waage steht in Verbindung zu unserem Nieren. Aber bedeutet noch etwas, und das sind die Waage-Eigenschaften, die Schönheit und die Kreativität, die Ästhetik, und das ist für dich sehr wichtig, auch beruflich, auch in die
auch im Alltag das zum Leben. Du brauchst diese Harmonie. Aszendent Stier bedeutet, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang und im selben Moment ist in Westhorizont untergegangen die Skorpion wie ein Sonnenuntergang. Die untere Teil des Horoskopes ist das Unbewusste. Das obere Teil ist das Bewusste. Aber in dem Augenblick deiner Geburt, ich könnte sagen den ersten Atemzug, ist die beiden sind gegenüber im Gleichgewicht, wie das die Waage auch symbolisiert. Und in dem Moment sehen wir etwas hier in diesem Spiegel. Und es ist dieser Spiegelblick, was den Seelenpartner zeigt. Und ich bin davon überzeugt, dass die Neugeborenen das sehen und erkennen. Und dass bis etwa dritte Lebensjahr ist noch diese Erinnerung da. Später ist alles im Unbewussten, weil diesem Zeichen geht nach unten wie ein Sonnenuntergang im Unbewussten. Und hier hast du Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und das öffnet den Tor zum Partnerschaft. Und wie kannst du das öffnen, wenn du auf deinen Gefühlen achtest und du brauchst diese ständige Erneuerungsprozesse im Gefühlen? Und das kann ich so vorstellen oder erklären. Es gibt zwei Systeme, zwei grundverschiedenen Systemen. Die eine System hat mit den anderen nichts zu tun, gar nichts. Die eine System sind die negativen Gefühle. Die andere System sind die positiven Gefühle. Beide ist eine Schlangenenergie. Und diese Schlangenenergie, diese Kundalini-Energie, haben wir sogar in unserem Körper. Die eine Schlangenenergie zieht die Energiefeld nach unten und blockiert. Es sind die negativen Gefühle. Dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid und Hass. Neid und Hass ist die tiefste, ist auch zerstörerisch. Aber Angst oder Zweifel oder Wut, das kennen wir alle. Nur zum Verstehen, dass das blockiert in allen Ebenen. Und wenn wir Angst zulassen, oder wir zweifeln an allem, oder haben wir ständig Schuldgefühl, dann halten wir uns auf die negativen Gefühle. Erstens blockiert uns das, zweitens öffnet sich Pandoras Büchse und ein trojanisches Pferd, und das sind Angriffe von außen, kann jederzeit kommen, weil wir liefern uns aus mit Angst. Stattdessen sollen wir von diesen Gefühlen verabschieden und übergehen auf die positiven Gefühle. Und das sind die Erneuerungsprozesse, das, was die Skorpion auch zeigt. Positiven Gefühlen, und das ist die zweite Schlangenenergie in dieser Kundalini-Energie, wo alles steigt nach oben wie Phönix aus der Asche, das sind die positiven Gefühle. Das ist Dankbarkeit,
Hingabe, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit und Liebe. Das ist das Höchste der Gefühle. All das, all diese positiven Gefühle sind göttlich. Es hat eine göttliche Quelle und gehört zu der Schöpfung. Und mit diesen Gefühlen können wir unserem Leben schöpferisch gestalten. So wie oben, so ist es unten. Und hier mit dieser Transformation und diesen Erneuerungsprozessen, immer auf die Gefühle achten, öffnet sich bei dir ein Lebensbereich und das ist die Liebe-Partnerschaft. Und dann kommt noch die Skorpion-Energie dazu, das gibt dir die innere Kraft und auch die Sexualität zum Leben gehört auch zum Skorpion. Die achte Lebensbereich ist der Tod. Natürlich hat das auch mit Todesfall was zu tun und erbschaftlichen Situationen. Aber ich würde eher so sagen, das ist die Kraft, was das Leben erhalten bleibt. Und wir lernen ganzes Leben lang immer wieder von etwas verabschieden. Es muss immer wieder was absterben oder müssen wir etwas aufopfern, dass etwas Neues kommen kann. Ich kann das so beschreiben. Stell dir vor, deine Geburt. Du kommst nicht mit leeren Händen, sondern du hast Erinnerungen von früheren Leben. Deine Seele erinnert sich daran. Und auch Lebenserfahrungen und auch Gefühle. Also hast was dabei. Ich vergleiche das mit einem Rucksack. Man könnte sagen, du bist mit diesem Rucksack geboren. Und dann machst deine Lebensschritte. Und machst neue Lebenserfahrungen. Hast du auch Kontakte und auch neue Gefühle. Also das bedeutet, dieser Rucksack, das füllt sich. Irgendwann ist das voll. Und wenn das bedrückt, dann hast du ein schweres Lebensweg. Und hier im achten Lebensbereich lernen wir aufzuräumen. Hier wirkt Pluto. Und Pluto sagt, stopp, mach mal Pause. Mal ein Wochenende, überlege, was alles in diesem Rucksack drin ist. Und ich empfehle das auch aufschreiben. Welchen Glaubenssätze sollst du bewahren? Weil das stärkt dich innerlich. Wie zum Beispiel, ich bin wertvoll oder ich bin liebenswürdig. Das sind Glaubenssätze. Die stärken uns, das unbedingt in diesem Rucksack lassen, bewahren, behüten. Gibt es auch andere Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich habe das nicht verdient, ich bin wertlos. Von diesen negativen Glaubenssätzen verabschieden, rausnehmen von diesem Rucksack. Oder haben wir Gewohnheiten, schöne Gewohnheiten, weil wir pünktlich sind oder zuverlässig. Solche Eigenschaften, das sind edlen Eigenschaften, das sollen wir behüten, bewahren, weil das gehört zu unserem Charakterzüge, unbedingt. Aber gibt es auch irgendwelche Eigenschaften, was vielleicht uns schwächt oder stört anderen? Und von diesen Eigenschaften auch vielleicht jetzt mal verabschieden oder Gewohnheiten. Mir fällt immer Rauchen ein, weiß ich nicht warum, ich habe noch nie geraucht. Aber es gibt Menschen, die rauchen und das haben sie immer wieder voll, da aufzuhören. Dann raus, von heute auf morgen, ich bin davon überzeugt, es geht auch, von heute auf morgen das Aufhören. Das ist auch Stärke, das ist auch innere Stärke, davon überzeugt sein, dass es geht. Also solche Gewohnheiten auch verabschieden.
Dann, wovon sollen wir noch verabschieden? Es gibt Gegenstände auch. Ein Möbelstück oder etwas, was uns jeden Tag nervt. Jedes Mal, wenn wir das anschauen. Und halten wir daran fest, weil wir das von die Tante haben wir geschenkt bekommen und das entfernt man nicht, wie auch immer. Aber etwas, was stört im Haus, davon auch verabschieden. Oder Kleidungsstücke, die schon seit 5 Jahren im Schrank hängen und seit 5 Jahren nicht mehr angezogen haben. Ich kann jetzt schon sagen, das werden wir in die nächsten 10 Jahre auch nicht anziehen. Also dann können wir doch davon auch mal verabschieden, da man im Schrank auch mal Platz ist. Und so alles überprüfen, auch zwischenmenschlichen Kontakten. Mit welchen Menschen treffen wir gerne, weil das uns unterstützt oder weil wir die anderen mögen. Das bewahren, behüten, das sind wahre Schätze im Leben. Und Menschen, die uns ständig nerven, davon können wir auch mal Abschied nehmen. Und kommen dann die Gefühle auch noch dazu, da auch aufräumen, wie Angst oder Zweifel, gerade diese negativen Gefühle. Das ist hier das Aufräumen. Und wenn wir das tun, dann erkennen wir, dass dieser Rucksack viel leichter ist. Und unser Lebensweg wird auch leichter und haben wir eine gerade Haltung, weil das bedrückt uns nicht. Und haben wir mehr Platz in diesem Rucksack. In diesem Lebensbereich sind noch Themen wie Sexualität oder Finanzen, wenn das mit Ämtern zusammenhängt, wie eine erbschaftliche Situation mit Notar oder Gericht. Oder Finanzamt oder Versicherungen, Banken, diese Themen sind alle hier. Man könnte sagen, hier sind die Tabuthemen Tod, Sex und Geld. Und hier hast du Schütze. Und die Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, das ist dieser Pfeil. Und esoterisch, spirituell bedeutet das unseren Wünsche. Das ist die Richtung. Und wenn du da Ziele hast und weißt du konkret, das ist mein Wunsch und du kannst das beschreiben, dann hast du die Richtung bestimmt und alles andere kannst du loslassen, weil das ist nicht so wichtig. Du musst nicht immer alles mitschleppen im Leben. Im 9. Lebensbereich sind die Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Urlaub, Aufenthalten im Ausland oder im Ausland einen zweiten Wohnsitz haben oder auswandern, wie auch immer. Das sind die Auslandsverbindungen. Aber diese Reise kann auch eine innere Reise sein, Spiritualität oder Glauben. Sätze gehören auch dazu. Und hier hast du Steinbock. Und das bedeutet, dieser Steinbock, Energie, in erster Lebenshälfte erschwert das bisschen. Das kann heißen, dass du diesen Wunsch gehabt hast, aber könntest nicht verwirklichen. Oder dass du Schwierigkeiten gehabt hast im Ausland oder schlechte Erfahrungen. Auch immer Lernaufgabe dabei. In diesem Lebensbereich gehört auch höheren Bildung. Das ist auch möglich, dass du Studium gehabt hast und das war schwierig, diese ganzen Prüfungen. Die Tierkreiszeichen Steinbock wirkt aber im zweiten Lebensbereich sehr gut, weil bringt viele Dinge in Ordnung, zeigt, wie wir unsere Ziele erreichen können. Und wie wichtig das ist, unserem Leben so gestalten, dass wir haben ein Stück Paradies, wo wir freuen können, wo wir das in Besitz nehmen, wo wir stolz drauf sind. Und hier ist wichtig auch diese Spiritualität, was die Steinbock hier zeigt, auch Ziele setzen. Du brauchst klare Ziele. Und auch die Geduld und Ausdauer, diese Ziele auch erreichen.
Die 10. Lebensbereich ist der höchste Punkt des Horoskopes. Ich könnte sagen, hier ist die Krone des Baumes. Das ist die Öffentlichkeit. Oder hier bekommen wir Anerkennung, Ansehen, Respekt, Lob, Komplimenten. Bedeutet auch Zielerreichung oder unsere Berufung. Hier hast du Wassermann. Die Wassermann zeigt dir Leichtigkeit, das ist Luftelement und ein Weitblick. Es gibt ein Sternbild im Himmel und dieses Sternbild heißt Adler und steht in einer engen Verbindung zum Wassermann. Und dieser Adler, auch dieses Sternbild, aber auch die ganze Geschichte, mythologische Geschichte, die Adler oder dieser Adlerblick zu haben im Leben, dieser Weitblick, das passt sehr gut zum Wassermann. Wenn du betrachtest, die Schütze ist Feuerelement und zeigt die Begeisterung. Begeistert zu sein von etwas. Manchmal das Gefühl, oh, da muss noch was Besseres auch da sein. Die Steinbock kann das besser definieren. Steinbock hat schon klare Ziele und will im Tat umsetzen. Hier ist die Begeisterung als Feuerelement. Hier bei Erdeelement ist das schon die Taten. Und Steinbock hat diese klaren Ziele, aber Steinbock weiß ganz genau, da muss was tun. Hochklettern auf diesem Berg bis zum Spitze des Berges. Und dann kommen wir bei Wassermann an und die Wassermann ist schon oben und die Wassermann würde sagen, für was soll diese ganze Anstrengungen? Ich bin schon oben angekommen. Dieses Gefühl zu haben, man steigt von oben ein in eine Situation und nicht von unten. Wassermann macht es diese Anstrengungen nicht oder mag das überhaupt nicht, so Schritt für Schritt hochklettern auf dieser Spitze des Berges, sondern die Wassermann hat diese Ideenreichtum, auch diese Einstellung, die sind schon oben. Das ist ihrem Geburtsprivileg, ihrem Geburtsrecht. Und so fühlen sie sich. Wassermann fühlt sich einzigartig zu sein. Und wenn du dieses Gefühl hast und so wirst du auch wahrgenommen, kannst sicher sein, dass du mehr Anerkennung bekommst oder mehr Respekt bekommst. Hier ist auch die Berufung und Wassermann steht in Verbindung zum Technik und Erfindungen, auch zum Astrologie oder eine Berufung, was außergewöhnlich ist. Und das wäre passend, wenn du da Ideen hast, das in Öffentlichkeit bringen oder beruflich orientieren, wenn du noch diese Bedürfnisse oder Wünsche hast. Und wenn wir bei Wünschen sind, genau das entspricht dem 11. Lebensbereich. Hier sind unsere Wünsche und Träume und Sehnsüchte, außerdem die Freundschaften. Und wir sollen mit unseren Wünschen auch Freundschaft schließen. Nicht nur die Freundschaften sind hier in diesem Lebensbereich, sondern auch Gruppen, Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie eine Partei oder ein Verein oder eine Gruppe zum Gründen. All das ist hier in diesem Lebensbereich und hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Wie lebst du deine Wünsche und Vorstellungen? Da passt sehr gut die Fischen, weil das ist genau die Thematik. Das ist Wasserelement. Und in diesem Wasser schwimmen zwei Fischen, weil in diesem Sternbild sind das zwei Fischen. Die eine Fisch schwimmt in eine Richtung im Wasser und Wasser symbolisiert Gefühle, die Ozean, die Gefühle, aber diese ständige Angst oder Unsicherheit und Zweifel. Die eine Richtung ist, zweifelt ständig an sich selbst, an allem.
Und dann hat selbst Mitleid und alle anderen leiden dann auch mit. Und ich bin sicher, dass es gibt immer wieder mal Fischengeborenen oder fischbetonte Menschen, die das auch genießen. Weil endlich bekommen sie Aufmerksamkeit, bisschen Streicheleinheiten und das tut in dem Moment gut. Aber eins merken sie nicht, ist die Angst trotzdem da, die Zweifel ist trotzdem da. Und das blockiert, das sind negativen Gefühle, das blockiert und geht nichts voran. Und die Zweifelangst wird immer mehr, immer tiefer. Man sinkt regelrecht bis zum Depressionen, bis zum Alkohol oder Drogen. Das ist dann die Endstation. Stattdessen sollen wir die zweite Fisch entdecken und das wirkt Wunder. Hier herrscht über dieser Tierkreiszeichen Jupiter und Neptun, beides. Jupiter ist das Glück und diese optimistische Haltung und Neptun lässt unserem Träume leben. Neptun zeigt diese Fantasie und Träume, die Vorstellung. Und wenn jemand diese Vorstellungskraft hat und glaubt daran, Glauben versetzt auch Berge. Und wenn überzeugt ist und hat diese Überzeugungskraft und vertraut das alles, und dann kann das auch sogar loslassen, geschehen lassen, dann schwimmt das, all das, was man vorstellt, das schwimmt auf eins zu. Und hier lernen wir das Flussvertrauen, das Fluss des Lebens und unserem Träumeleben, unseren Vorstellungen. Und hier in diesem Bereich natürlich auch entspricht auch deine Wünsche. Also du brauchst Vorstellung. Hier begegnest du auch mit Freunden, Freundeskreis, Bekanntenkreis. Das kann möglich sein, dass hier Freunde hast, die Alkoholprobleme haben oder ständig jammern und du musst immer für die da sein, weil brauchen sie die Streicheleinheiten. Also achte darauf, dass dich niemand ausnützt. Die 12. Lebensbereich, hier sind die tiefen Geheimnisse des Lebens. Hier lernen wir, diese Erkenntnis zu haben, das zu verstehen. Oder schauen wir in die Tiefe und erkennen wir die Ursache an etwas, Ursache die Erkrankungen. Oder stellen wir die Frage, warum ist das so? Was löst es aus? Was ist die Ursache in diesem Problem? In diesem Lebensbereich ist alles, alles, was im Geheimen ist, was hinter geschlossenen Türen passiert. 12. Lebensbereich bedeutet auch Rückzug und auch geheime Feinde. Dazu noch auch karmische Themen. Hier hast du die Widder. Und das heißt, Widder zeigt Kraft und Mut. Und manchmal fühlst du dich kraftlos, mutlos, dann brauchst du immer wieder den Rückzug, dass das wieder in Kraft bleiben kannst. Außerdem, wenn du geheime Feinde hast, damit wieder Energie kannst du behaupten, weil wieder ist sehr kämpferisch. Hier herrscht Mars und Mars ist der Kriegsplanet Ares. Jetzt nicht Krieg zu führen, aber sich wehren. Mars wehrt sich und zeigt auch Kraft. Sonne befindet sich in Zwillingen, hier im 2. Lebensbereich. Also hier zeigt dein Selbst, wie wichtig das ist, Selbstwertgefühl, Anerkennung und Werte und Finanzen. Mond befindet sich im Stier. Das heißt, du bist kurz vor Neumond geboren. Neumond würde bedeuten, dass Sonne und Mond hier im Zwillinge sich treffen. Also Mond nähert sich zu der Sonne zu und das heißt, kurz vor Neumond bist du geboren. Mond hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit.
Das kann natürlich bedeuten, ein bisschen launisch zu sein, weil Mond wechselt immer wieder die Gestalt. Mal Vollmond, mal Neumond, diese Wechselhaftigkeit, das ist möglich. Wobei Stier kommt dann doch immer wieder die Ruhe. Das sind so Momente im Leben. Wichtig ist für dich die innere Ruhe, auf jeden Fall. Und das strahlst du auch aus. Mond hat auch mit Mütterlichkeit etwas zu tun. Stier ist auch sehr gastfreundlich und so nehmen andere Menschen dich auch wahr. Mars befindet sich im Wassermann. Hier im höchsten Punkt des Horoskopes. Mars ist die Kraft. Und mit dieser Kraft kannst du dich behaupten im Leben. Und du setzt dich auch ein, dass du hier Anerkennung bekommst. Es ist nicht immer einfach, aber mit Mars-Energie kannst du dich wehren, kannst du dich behaupten. Mars bedeutet auch eine männliche Person, also der Partner. Und das kann ein Hinweis sein, dass du im beruflichen Umfeld kennenlernst, dieser Mann, oder dass ihr gemeinsam etwas beruflich macht oder dass dieser Mann dich unterstützt, damit du deine Berufung leben kannst. Merkur hat einen Bezug zum Kindheit und Jugend. Also hier kommen auch Erinnerungen bei dieser Merkur-Energie. Merkur verleiht auch jugendliche Ausstrahlung. Merkur ist auch der Planet der Handlungen und auch des praktischen Wissen. Wenn wir etwas lernen, dann haben wir natürlich auch diese Merkur-Energie und beeinflusst auch die Kontakte, Gespräche. Merkur hast du hier in Zwillingen. Merkur fühlt sich sehr wohl im Zwillingen, weil das ist die Herrscherplanet über die Zwillinge und das zeigt deine Intelligenz. Das hast du im Besitz. Du bist sehr gebildet und intelligent. Jupiter befindet sich im Löwe. Jupiter ist erstens der große Glücksplanet. Und du hast immer wieder Glück, wenn es um deine Wohnsituation geht. Jupiter vergrößert immer etwas. Also du liebst es auch, ein Haus zu haben, was groß ist und mit Löwen natürlich auch luxuriös. Jupiter neigt aber dazu, etwas zu übertreiben. Und das ist immer wieder mal die Neigung, dass du vielleicht zu viel Geld ausgibst, dein Haus oder Wohnung zu verschönern, dass du immer so Momente hast, wo du das ein bisschen übertreibst, weil du brauchst diesen Glanz oder auch andere zu zeigen, schaut mal alle her, wie schön ich wohne. Dafür brauchst du nicht schämen, das ist doch wundervoll. Ich möchte nur beschreiben, wie Jupiter hier wirken kann, das manchmal neigt zu ein bisschen zu übertreiben etwas. Aber immerhin hier das Glück und nimm mal diese Seite von Jupiter wahr, dass du immer wieder Glück hast in Wohnsituation. Venus ist rückläufig. Und diese Rückläufigkeit bedeutet Vergangenheit. Entweder in Kindheit oder in jungen Jahren, in Pubertät, diesem Alter. Möglich ist es auch, dass hier auch Erinnerungen hast, was in früheren Leben passierte, weil diese Rückläufigkeit zeigt auch karmische Themen. Venus hast du in Zwillingen, aber im Grenzbereich. Schon im Zwilling, aber exakt im Grenzbereich zwischen Stier und Zwillinge. Und Venus hier in diesem Bereich heißt Grenzgänger.
Und dieser Grenzgänger bedeutet, du kennst beides. Du kennst auch Stier und du kennst auch die Zwillinge als Frau. Gehört auch zu deiner Persönlichkeit als Frau. Natürlich die Stierenergie vermittelt dir die Ästhetik, dieser Schönheitssinn. Venus steht in einer engen Verbindung zum Stier, weil Venus herrscht über Stier. Und das ist natürlich eine sehr schöne Venus-Energie, eine sehr starke, schöne Venus-Energie. Und das bist du als Frau. Und dann kommt die Zwilling dazu, deine Intelligenz, legst du auch großen Wert drauf, dass nicht nur durch Schönheit willst du anderen beeindrucken, sondern auch durch Wissen und dein Gesprächen und Intelligenz, beides in diesem Grenzbereich gehört, beide dazu. Saturn ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun oder karmischen Themen. Saturn hast du in Skorpion und zeigt, dass du hier eine karmische Liebe hast, weil hier im siebten Lebensbereich handelt es sich um die Partnerschaft. Uranus ist im Krebs. Uranus bringt immer wieder Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse und das erlebst du in Familie oder in Schulungen oder in deiner vertrauten Umgebung. Das kann auch immer wieder mal Umzüge sein. Neptun ist auch rückläufig, auch mit Vergangenheit was zu tun, mit karmischen Themen, die Vergangenheit bedeutet auch oft all das, was wir in früheren Leben erlebt haben. Neptun ist im Waage. Und das entspricht deinen Träumen. Deine Träume ist die Schönheit, eine schöne Umgebung, die Kreativität, die Ästhetik, die Frieden und Harmonie. Pluto ist im Löwe und das ist hier, was deine Wohnsituation betrifft. Pluto hat ein Motto, alles oder nichts. Und Pluto zeigt, wie wichtig ist, auf die Wesentlichen konzentrieren. Alles andere lässt Pluto gar nicht zu. Bei Pluto gibt es nicht vielleicht, sondern ja oder nein, klare Entscheidungen. Und das erlebst du in Wohnsituationen. Ich könnte das mal so beschreiben, du hast ein Objekt, ein Haus oder Wohnung und dann sagst du, das ist die innere Einstellung, entweder dieses Haus oder gar nichts. Anderes will ich gar nicht. Das ist so ganz typische Pluto-Energie. Unserem Planet Erde bewegte sich in diesem Tag, wo du geboren bist, im Schütze. Und hier manifestiert sich etwas bei dir. Hier. Wenn du lernst, loslassen, nur das, was du nicht brauchst. Wir müssen nicht immer alles loslassen. Das ist auch verkehrt. Wir sollen viele Dinge befestigen, bewahren, behüten und das schätzen und ehren. All das, wo wir sagen, das gehört zu unserem Leben. Auch Kontakte mit anderen Menschen, das sollen wir befestigen. Aber alles andere, die Zeit raubt, die Energie raubt, was uns alles stört, das aber auch loslassen. Wenn du das loslassen kannst, dann manifestiert sich hier für dich etwas. Und in diesem Bereich sind auch die Finanzen.
Jetzt sind wir bei Rahu und Ketu. Die beiden bilden sich eine Drache. Dieser Drache symbolisiert erstmal die Hindernisse. Und das ist unsere Ängste. Und in mythologischer Geschichte kommt immer wieder vor die Drachentöter. Und dieser Drachentöter ist nichts anderes als zeigt, wie wichtig das ist, unsere Ängste loslassen. Weil das, was befreit und erst dann bewegt sich etwas in unserem Leben. Astrologisch ist dieser Drache getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten und wir kennen nur den Körper. Da haben wir die karmischen Erfahrungen, das zeigt die Vergangenheit, die Erinnerungen. In diesem Weg sind wir schon gegangen. Und das gilt wieder, all das, was wir früher erlebt haben. Viele Dinge sind für uns wertvoll. Das sollen wir entdecken in uns. Begabungen, Fähigkeiten, Talente oder Kontakte mit anderen Menschen, die wir von früheren Leben kennen und sind wir seelisch miteinander verbunden. Aber was wir nicht brauchen, davon verabschieden. Und diese absteigende Mondknoten, was mit Vergangenheit was zu tun hat, das nennt man Ketu. Und das hast du hier im Stier. Und das gehört auch zu deiner Persönlichkeit. Also das ist hier dieser Rucksack. Da anschauen, was findest, was für dich wertvoll ist und stärkt deine Persönlichkeit. Das im Besitz nehmen, das ist still. Aber all das, was du nicht brauchst, brauchst du nicht festhalten. Stier neigt dazu, viele Dinge festhalten, im Besitz nehmen und festhalten. Und hier ist wichtig, all das, was du nicht brauchst, raus aus diesem Rucksack. Dieser Drache hat einen Kopf und das kennen wir nicht. Die Seele sucht das. Man könnte sagen, wo ist der Kopf der Drache? Ich suche das, ich sehe nicht. Und im Horoskop zeigt sich das und ich kann das auch zeigen. Dieser Kopf ist im Skorpion. Und das öffnet sich hier den Tor zum Partnerschaft. Das, was deine Seele sucht, was du brauchst, was dich befreit, das ist die Partnerschaft. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dazu gibt es auch eine mythologische Geschichte. Chandra ist der Mond und das ist ein Mann. Und verliebt sich an Rohini. Rohini ist jung, hübsch, unschuldig und die beiden verlieben sie sich. Und der Mond macht einen Heiratsantrag und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, ich habe nichts dagegen, aber sie hat noch ein paar Geschwister, du musst die auch heiraten. Und der Mond blieb nichts anderes übrig, die heiratete alle 27 Frauen. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anderes, verkörpert anderen Eigenschaften. Und das sind die Mondbewegung, die Tagesbewegung des Mondes. Und die Einflüsse kommen natürlich von Sternen. Und das schauen wir auch an. Dein Aszendent befindet sich im Stier. Und dieser Mondhaus heißt Kritika, übersetzt bedeutet das die Plejaden. Und es hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Und damit startest du auch dein Leben. Dazu ist diese Märchen Frau Holle. Frau Holle beschreibt genau das, was hier passiert. Es gibt die Plejaden und die Hyaden. Die sind Geschwister,
Die Plejaden sind 7 Geschwister, die Töchter von Atlas, und die Hyaden sind auch die 7 Geschwister, auch die Töchter von Atlas, und die sind Halbschwester. Die Plejaden sind Halbschwester zu Hyaden. Und diese Geschwister bilden sich wie eine Brücke, wie ein Tor. Und dieses Tor nennt man das goldene Tor der Ekliptik. Und diese Geschwister weinen. So beschreibt die mythologische Geschichte. Aber man nennt die auch als Regengeschwister, weil sie verkünden die Regenszeit. Also die weinen, da fließt etwas. Und genau das zeigt Frau Holle. Wenn wir übergehen in diesem goldenen Tor, dann entscheiden wir uns. Und das bei jedem Neuanfang. Wenn du einen Neuanfang hast, du beruflich, oder möchtest du umziehen, oder gehst in eine neue Partnerschaft ein, oder hast du neue Begegnung. Also stehst du einen Neuanfang, und in diesem Neuanfang hast du die Einstellung. Weil du hast Gedanken. Entweder zweifelst daran und bist skeptisch oder pessimistisch, dann bestimmst du die eine Richtung, oder glaubst daran und bist davon überzeugt, dass das alles klappt, dann bist du optimistisch. Bei jedem Neuanfang entscheiden wir uns. Und so kannst du das bildhaft vorstellen, dass wir übergehen in diesem goldenen Tor und hier regnet es. Und wir entscheiden mit unserer Einstellung, ob hier das Gold regnet und sind wir die Goldmarie im Leben, die Gewinner, die leben, oder regnet hier Pech und sind wir die Pechmarie im Leben. Das hängt mit unserer Einstellung zusammen. Und das ist bei deinem Auftreten ist sehr wichtig. Wenn du unsicher bist und sagst, oh, mich niemand wahrnimmt oder ich bekomme nie Aufmerksamkeit, ich werde ständig übersehen, ich bin so unsicher, ich traue das gar nicht zu. Mit dieser Einstellung gehörst du zum Pechmarie. Dann klappt es auch nicht. Aber wenn du einen anderen Auftreten hast und bist selbstbewusst und sagst, boah, ich bin jetzt da und es gibt ein Sprichwort, es kam, er sah und er gewinnt oder so ähnlich. Also dieses selbstbewusste Auftreten, das klappt alles. Alles, was ich vorhabe, das klappt. Und wenn ich irgendwo erscheine, dann bin ich auch sofort wahrgenommen. Dann gehörst zum Gewinner der Lebens, also bist du die Goldmarie. Sonne befindet sich in Zwillinge hier, und dieser Mondhaus heißt Punarvasu und wird von Sirius bestrahlt. Sonne symbolisiert dein Selbst, hier im zweiten Lebensbereich deine Werte, dein Selbstwertgefühl. Sirius bestrahlt es, und Sirius ist der hellste Stern überhaupt. Das ist wie ein Diamant, läutet im Himmel. Und das gehört zu dein Selbst. Also nimm das auch im Besitz. Dieser Bewusstsein brauchst du. Mond befindet sich im Stier, hier im Mondhaus Rohini. Rohini war der große Liebe des Mondes. Dieser junge, hübsche, unschuldiges Mädchen. Man könnte sagen, im pubertierenden Alter. Also war die große Liebe, symbolisiert die Morgenröte. Und du hast diese Morgenröte, Ausstrahlung an dir, eine jugendliche Ausstrahlung. So bist du auch wahrgenommen. Und du ziehst auch die Liebe an. Mars befindet sich im Wassermann hier oben. Und dieser Mondhaus heißt Purvapadra und hat einen Einfluss von Pegasus. Dazu erzähle ich auch die Geschichte. Es gab eine Königin Cassiopeia. Und Cassiopeia prahlte überall, ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen.
Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, bei Poseidon. Und dann Poseidon wurde zornig und schickte den Walfisch im Königreich, diese prahlende Königin, zu bestrafen. Und dieser Walfisch, dieser Seeungeheuer, kam dann an in die Königreich und dachte, wow, warum sollte ich das machen, was Poseidon sagt? Ah, ich mache, was ich will. Ich nehme lieber die Königstochter Andromeda. So hat er auch getan. Und er fesselte Andromeda auf ein Felsen. Und Andromeda hat so Angst gehabt. Ja, da war in der Nähe Medusa. Medusa, die furchterregende mit ihren Schlangenhaaren. Und die Geschichte erzählte, dass jeder, der Medusa erblickt, bekommt Angst. Und dann ist wie ein Stein so unbeweglich. Und so war das auch mit Andromeda. Bis dann Perseus kam und befreite Andromeda von diesem Fessel. Und die beiden haben sich verliebt. Ja, Andromeda und Perseus war schon ein Liebespaar. Und Perseus tötete Medusa. Und in dem Moment wurde von Medusas Körper Pegasus geboren. Und Pegasus hat sich befreit von der eigenen Mutterleib. Pegasus ist ein Pferd, ein weißes Pferd mit Flügel und kann sogar fliegen. Und dieser Liebespaar Andromeda und Perseus ist mit diesem Pferd dann davongeflogen. Und das ist die Befreiung. Befreiung von Fesseln, Befreiung von Unterdrückung, Befreiung von Angst. Und wenn du von deinen Ängsten befreit bist, dann hast du die Kraft in dir. Und wenn du diese Mars-Energie, diese Kraft in dir verspürst, dann hast du auch einen Bezug zur männlichen Energie. Und das würde dann bedeuten, in dem Moment entdeckt dich Perseus, die große Liebe. Merkur ist in den Zwillingen, hier, und dieser Mondhaus heißt Mruga und es wird von Orion bestrahlt. Orion ist ein ganz großes Sternbild im Himmel, das ist der himmlische Jäger und jagt nach Tieren, aber auch Frauen. Und Orion zeigt die Suche nach etwas, jagen, ständig jagen nach etwas. Und das ist deine Werte oder all das, was für dich wertvoll ist im Leben. Das ist dieses Bedürfnis, das in Besitz zu nehmen, die Suche nach danach. Jupiter befindet sich im Löwe, hier. Und dieses Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den königlichen Sternen. Und Regulus ist der Stern der Könige und Herrscher. Befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das ist das Herz der Löwe. Dass du eine schöne, glanzvolle Zuhause hast, das ist dein Grundbedürfnis, weil das liegt in deinem Herzen. Und hier im tiefsten Punkt des Horoskopen sind deine Ahnen, dein Vorfahren. Und hier ist dieser königlichen Herkunft oder kann das auch karmisch sein. Immerhin ist es auch, wobei Jupiter ist nicht rückläufig, aber das ist hier die Basis, die Fundament und das kann für dich wirklich ein Hinweis sein, dass du im früheren Leben oder hast du diese Herkunft etwas Königliches an dir hast oder in dein Blut fließt diese blaue Blut, dieser königlichen Blut. Venus befindet sich in Zwillingen.
hier und Venus befindet sich auch im Mondhaus Muruga und wird von Orion bestrahlt. Das ist wieder die Suche nach etwas, die Suche nach die Liebe oder die Suche, dich als Frau wertvoll fühlen. Saturn ist rückläufig, das hat mit karmischen Themen was zu tun, mit Vergangenheit was zu tun. Saturn befindet sich in Skorpion, hier im Skorpion, und das wirkt im Bereich Liebe, Partnerschaft. Und dieser Mondhaus heißt Anuradha und das bedeutet Glück. In indischen Astrologie heißt, auf Elefanten reiten, und Elefant ist ein Glückssymbol und Symbol für Wohlstand. Und das kommt durch Partnerschaft. Uranus ist im Krebs und Uranus befindet sich im Mondhaus Pushia. Hier Uranus im Krebs, hier, und dieser Mondhaus heißt Pushia und bedeutet, diese feinen Gefühle zu haben, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Das ist deine Intuition und das ist dein Wissen. Neptun lässt die Träume leben. Neptun ist auch rückläufig im Waage und bedeutet, hier im Waage ist Neptun im Mondhaus Chitra und das bedeutet Balancepunkt. Du musst immer im inneren Gleichgewicht achten oder etwas ausgleichen. Du brauchst dieses inneren Gleichgewicht. Und wird von Spica bestrahlt. Spica ist ein Stern im Himmel, wurde bei Römer verehrt. Und das symbolisiert die Weizenehre der Jungfrau. Befindet sich im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Hier im Grenzbereich. Und das bedeutet Ernte. Alles, was du aussehst, das früchtet was. Du trägst das Ernte. Pluto ist im Löwe, hier im tiefsten Punkt des Horoskopes und wird von Regulus bestrahlt, weil das befindet sich im Mondhaus Makha. Und das, was ich hier bei Jupiter auch gesagt habe, Regulus ist der königliche Stern, der Stern der Könige. Jetzt noch die Verbindungen. Pluto wirft einen Schatten auf deinen Aszendent und Pluto zeigt hier, konzentriere auf dem Wesentlichen, du musst nicht immer alles festhalten. Und wenn du loslassen kannst, dann wirkt Pluto für dich vorteilhaft, aber mit dieser Spannung neigst du dazu, etwas festhalten zu wollen. Dein Aszendent steht mit Saturn hier in Verbindung, sie spiegeln etwas und dein Leben spiegelt schicksalhaft den Partnerschaft, den Seelenpartner. Sonne und Mars stehen eine schöne Verbindung, beide ist männliche Energie, also Mars im Wassermann, Sonne in Zwillingen und Sonne symbolisiert der Vater, Mars der Mann, also beide ist männlich. Und entweder Glück mit männlichen Personen oder mit Vater, ein schönes Vaterbild oder deine Kraft, die Kraft, was alles in Bewegung setzt oder Glück in die Liebe, Partnerschaft. Merkur, Jupiter steht auch in einer schönen Verbindung. Beide hat mit Wissen etwas zu tun. Merkur ist das praktische Wissen. Jupiter ist die höhere Oktave des Merkur. Das ist die Weisheit einer höheren Bildung. Und das zeigt schon deine Intelligenz, dein Wissen. Und jetzt etwas noch zu diesem Bild. Das hat mit tibetischer Astrologie was zu tun. Nach außen, deine Energie nach außen, zeigt sich hier die Feuerelement und Holzelement.
Und das bedeutet, auch die Zahlen haben hier Bedeutung. Wenn jemand versucht, dich klein zu halten, oder wenn du das Gefühl hast, es geht nichts voran, du stoßt in deine eigenen Grenzen und du möchtest aber ein Wachstum oder Gewinn zu machen, dann hast du von innen heraus so eine starke Kraft in dir, dass du dann dich dieses Bedürfnis hast, dich zu beweisen, nicht unterkriegen lassen. Hier die Feueraffe ist dieses Symbol. Bei der tibetischen Astrologie gehörst von Geburtsjahr her zum Feueraffe und das bedeutet charismatische Ausstrahlung, Selbstsicherheit, Wortgewandt, starke erotische Ausstrahlung, bist erfolgsorientiert, hast du Glück mit Finanzen, kannst du launisch sein, so wie ich hier das auch gesagt habe, und du liebst die schönen Dinge, das Leben, schöne Kleider und Dekos. Die Zahlen haben auch Bedeutung. Dein Glückszahl ist die Zahl 5 im Holzelement. Und das bedeutet, wenn du etwas zum Ende bringst, dann hast du immer neue Ideen und fangst was Neues an. Und das bedeutet für dich Glück und Wachstum. Was der Fokus ist in deinem Leben, das ist die Zahl 8 im Metallelement. Wenn du das Gefühl hast, oh, das hat Höhen und Tiefen, ein Hin und Her, dann hast du die Bedürfnis, etwas klären, etwas in Ordnung zu bringen, in eine ruhige und fließende Energie übergehen. Und dein Schicksalszahl ist die Zahl 2 im Luftelement. Ich würde das zum Waage zuordnen und das ist die Partnerschaft, die Zweisamkeit, die Partnerschaft, was dem auch die Luftelement gibt, die Leichtigkeit und so Art wie Befreiung auch. Liebe Amirana, so könnte ich dein Geburtshoroskop erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.